Wenn wir es schaffen, die 3 goldenen Sterntaler der Engel und eine Zauberbohne zu finden, können wir einen Zahnfeenstab herstellen. Er besitzt die kraftvolle Magie des Herzens und so können wir alle retten. Wir müssen daran glauben. Kannst du uns helfen? Fragte Lambadou. Sieh mich an! Was kann ich als glitschiger Frosch schon tun? Jammerte er. Du bist jetzt zwar ein Frosch, aber Tapferkeit und Stärke stecken doch in dir. Ein Fluch, der dir auferlegt wurde, darf dich nicht abhalten. Schau tief in dein Herz. Der Frosch starrte lange hinab, doch dann strahlte er. Du hast recht, ich kann mich erkennen. Da bin ich, der tapfere Prinz und mein Märchen. Aber ich brauche unbedingt meine eigene Geschichte zurück. Dann könnte ich auch endlich wieder meine Prinzessin küssen. Es ist so verdammt lange her. Sagt mir, wie kann ich euch helfen? Such mit uns die 3 Sterntaler der Engel und die Zauberbohne. Der Frosch ließ seine Krone los. Sie purzelte in den düsteren Brunnen und platschte ins Wasser. Ihr habt recht, ich brauche sie nicht. Jetzt weiß ich wieder, wer ich bin, und kein Fluch kann das ändern. Ich habe es satt, so glitschig zu sein. Folgt mir nach Osten, wir müssen ins Dorf. Er sprang mit einem gewaltigen Satz hinab. Mit riesigen Sprüngen hüpfte er durch den Zauberwald. Lambadou, Cooper und Xavarix folgten ihm. Hier im Dorf lebt ein Schneider. Man sagt, er sei sehr tapfer. Er kennt die Riesen und kann uns helfen.